Also die Rose oder der Rico. Hey, lass dich von Mario Frigo umarmen. Na, da hat heute aber jemand besonders gute Laune, was? Das ist ein großer Tag für Medici. Die Rebellion hat gewonnen. Rosa Manuela ist auf dem Weg hierher. Noch ist sie nicht hier, Mario. Und die Ravello ist noch an der Macht. Er hat schon öfter versucht, sie zu töten, und das wird diesmal nicht anders sein. Du verdirbst mir meine Laune. Es ist Rosa Manuela, oder? Rosa Manuela! Du musst ihre Arbeit über die Komplexität der Staatenbildung lesen. Diese Frau ist brillant. Ja, was hat er gesagt? Theo ist einfach so. Ich freue mich, so sie zu treffen. Hier irgendwen, wenn diesem Flugzeug was passiert. Haben wir die Koordinaten? Ich markiere sie dir. Und wir sehen uns nachher. Los, gehen wir. Pass auf sie auf! Ihr dürft mein Jet fliegen. Ich freue mich so. Oh Gott, das wird so schief gehen. Ich möchte meinen Helikopter. Wo ist mein Helikopter hin? Ach, ihr seid scheiße, Alter. Den lande ich hier wie ein Schokohasen in. Was weiß ich denn? Ich will meinen Helikopter haben. Oh Gott, das wird so schief gehen. Das wird so schief gehen. Ich sag's euch, das wird so schief gehen. Rico, du musst zu Rosas Flugzeug. Sie fliegt in gefährlichem Luftraum. Ihr wollt doch nicht, dass ich jetzt mit einem Flugzeug andere Flugzeuge abballer, oder? Ach, ihr seid doch... Ihr wisst, mit wem ihr hier redet, ne? Aber es passt schon, okay? Ist schon in Ordnung. Flieg! Das war ja schon mal gut gestartet. Wo muss ich hin? Achso, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Ich habe die Orientierung verloren. Ja, ich weiß, ich könnte mit X und Z oder was weiß ich mit... Ich habe die Dinger schon wieder vergessen. Da oben hin? Oh Gott, hoffentlich macht der Computer das und ich muss nichts machen und nur zugucken. Nicht identifiziertes Flugobjekt. Was wollen Sie? Was wir wollen? Verhindern, dass die Ravellos-Kugeln Sie zerfetzen. Ich bin Rico Rodriguez, Ihre Eskorte. Roger. Danke für die Eskorte. Hoffen wir... dass nichts passiert. Ich heiße Rico und nicht Roger. Gott, Alter, da sagt man den Namen und die vergessen den. Gott, ey, das sind auch wieder Leute, ey. Ach du Scheiße, das wird nix. Das wird nix. Oh Gott. Wir kriegen Besuch. Komm schnell näher. Ja. Oh Gott, das wird doch nix. Was wollt ihr von mir? Ja, ich bin auf dem Weg, aber irgendwie ist das Flugzeug so lahmarschig. Ich habe nur ein Maschinengewehr, wirklich? Ich fliege hier in Riesenjet mit Raketen und ich kann das Maschinengewehr benutzen? Wie scheiße seid ihr denn, Alter? Mayday, ich bin getroffen. Ja, ich sehe das, ich komme aber gar nicht hinterher. Wie soll ich denn? Die fliegen viel schneller als ich. Wie soll ich denn irgendwas beschützen, wenn die viel schneller fliegen als ich? Ich fliege mit so einem Gümmelflugzeug hinterher, das nur ein kleines, das mit kleinen rosa Blümchen schießt, Alter, und dann soll ich denn... Es ist ja schön, dass das Propellerflugzeug auf jeden Fall schneller ist als ich, das freut mich natürlich gewaltig. Alter, das, wie kann das denn was werden? Jetzt mal ernsthaft. Wir kriegen Besuch, komm schnell näher. Ich komm nicht an den Rand, ja. Okay, das werde ich hassen. Ich sehe jetzt schon, das werde ich hassen. Wie sie mich einfach alle überholen, Alter. Ich komme mir vor wie so ein Rentner auf der Autobahn, ganz ehrlich. Mayday, ich bin getroffen. Nee, noch nicht, aber ich kriege die auch nicht hier. Wie soll ich die denn erwischen? Okay, gleich mal. Ich meine, man könnte auch richtig fliegen, aber... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir gegen da... Ich habe keine Ahnung, wie wir da an... Ich versuche das jetzt noch einmal und dann muss ich... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum wir nicht schneller als eine Propellermaschine fliegen können. Ich versuche das jetzt einfach mal, dass ich mich jetzt hier schon mal... Wir kriegen Besuch. Komm schnell näher. Ich drehe mich hier schon mal ganz geflissentlich. So, wo denn? Ich sehe keine. Hier, kehre zu Rosas Flugzeug zurück, genau. Hier mich auch, Alter, ganz ehrlich.
Ich weiß gar nicht, was ihr wollt, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt von mir wollen. Das ist ja wohl die dümmste Mission ever, wa? Hinter den anderen Flugzeugen herfliegen, während sie mich überholen und die haben Raketen und schießen mit Raketen und allen. Und ich bin der Einzige, der hier mit so einem Flugzeug der Marke Lada oder sowas herumfliegen darf und ich habe auch Raketen. Ich baller jetzt hier einfach alles. So. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die übertreiben ja auch. Ich arbeite dran. Ich hab mich total, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Okay, ich musste gleich dann mal. Ich hatte diese Steuerung mit Flugzeugen. Niemand macht das Flugzeug fertig. Okay. Jetzt habe ich auch gesehen, dass wir Raketen gesehen. Oh, das sind zielsuchende Raketen. Also fahren wir, fliegen wir hier doch keinen Lader. Okay, dann muss ich jetzt mal mit Y und sowas fliegen. Das ist schnell näher. Okay, dann versuchen wir jetzt mal. Alter, pass mal auf, wo du hinfliegst, du Spinner. Ich verstehe aber immer noch nicht die genaue Steuerung hier, weil ich weiß nicht, wie ich diese Viecher treffen soll. Ich baller hier einfach nur fröhlich mit den Raketen umher und hopp. Ja, ich weiß noch nicht, ob dieser Quest hier was wert, ehrlich gesagt. Die fliegen hier mit 1 Million Flugzeugen an mir vorbei. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich hasse, also gut, das ist hier wohl der dämlichste Quest ever. Okay, den werde ich jetzt erstmal nicht weiter verfolgen. Das ist ja der dämlichste Quest ever, ganz ehrlich. Das ist ja lächerlich, dieser Quest. Wie soll ich alleine mit einem einzelnen Flugzeug gegen 20 andere Flugzeuge da herumflinsen? Das ist ja wohl ein bisschen traurig, der Quest. Während die alle geil viel schneller fliegen können. Jetzt haben die mir meinen Helikopter geklaut und ich darf keinen Spaß mehr haben. Das ist schon fies. Gut. Was ich denn jetzt erstmal mache, ist diesen Quest definitiv nicht. Der macht gar keinen Spaß. Ich würde sagen, wir erobern jetzt hier erstmal wieder ein paar Provinzen. Dann mache ich jetzt erstmal das. Ne. Vielleicht hier hinten irgendwo ein paar Provinzen. Hier, wäre es mal ein bisschen, wenn wir diese Städte hier erobern. Machen wir das doch. Mal schnell reise hier hin. Und von da aus geht das dann weiter und dann nochmal in einer ruhigen Minute den Quest machen. Das ist ja unfassbar. Jetzt fliegen 10 Flugzeuge an mir vorbei, Alter, und ich muss da irgendwie versuchen, die zu eliminieren oder was. So, ich muss nach da an. Nach da. Das ist ja ein unglücklicher Quest, muss ich sagen. Das ist ja wirklich ein sehr unglücklicher Quest. Dann nehmen wir erstmal diese Insel hier komplett ein, dann. Und danach gucken wir mal. Vielleicht schickt er dann weniger Flugzeuge. Bin ich der Einzige, der von den Rebellen, der ein Flugzeug fliegen kann oder diese Frau begleiten kann? Ich muss einen halben Kilometer hinter denen fliegen, alle anderen überholen mich und während sie an mir vorbeifliegen, muss ich sie abschießen. Ein bisschen schwierig, aber okay. Ich sehe schon das erste Schild. Danke. So. Da haben wir auch gleich schon so eine Statue. Die haben wir auch erledigt. So, was haben wir denn noch? Die Polizeistation und wieder so ein paar Sprechröhren. Ein ganz modernes sind Sprechröhren. Hey, was denn? Oh Mann, jetzt kommt hier doch eine Verstärkung. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Nee, zu schick dir nicht. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Einheiten, Verstärkung, sonst noch was? Ist sonst noch was zu der Position hier? Ja, dann würde ich es abschießen. Wir stecken hier hinter. Hier werden die mich nie finden. So wie es scheint. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Bombardier mal alles, wa? So.
Das war die Polizeistation. Eine recht kleine Polizeistation, möchte ich sagen. Was für eine geile Waffe das ist, Alter. Ist mal ernsthaft, das ist voll die edle Waffe. Hey, ihr seid tot. Ja, rennt ihr mal ruhig rein, macht ja nichts. Volltreffer. Aha, ich habe euch mit Wasser bespritzt, damit habt ihr nicht gerechnet. Wie die böse Hexe des Westens, ihr schmelzt dann einfach. Meine Güte, wo kommt ihr denn alle her? So, meine Güte. Muss ich ja tatsächlich fliehen hier. Oh. Wo wir es vergessen. Ja. Ja, geht doch. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Das ist sehr zusätzlich. Ich fühle mich besonders. So. Hier sammle ich wieder ein bisschen Muni ein. Er ist entkommen, Jungs. Weitermachen. Tut mir leid. So, dann nehmen wir das da. So, jetzt aber. Lautsprecher zerstört. So, jetzt noch ein Plakat. Ein Plakato Grande oder so. Ein grantiges Plakat. Mir fällt nichts mehr ein, wofür ein Wort Plakat. Ist bestimmt hier hinten irgendwo, wa? Bevor ich jetzt auf die Karte gucke. Machen wir mal hier, dass die Ravello-Band, wa? Tag 350. De Luca, der Brigadegeneral von Porto Sirocco, stand heute bei mir im Büro. Er hat gestern einen Zivilisten überfahren. Ein Jammer, dass auf der Route, die er jeden Abend pünktlich wie ein Uhrwerk nimmt, die Laternen ausgefallen waren. Ich denke, ich sollte der Familie meines Boten mein Beileid ausdrücken. Hört sich an, als ob er da irgendwas eingefädelt hat. Dieser böse, böse Präsident Tiravello. Meine Güte. So ein Ferkel aber auch. Keine Manieren. So, wo ist denn das letzte Schild? Okay, in die Richtung drehen. Ja, da müsste es irgendwie. Ah, da ist es ja. Zack. Fertig. Flagge hießen. Ist denn hier schon wieder in die Bushaltestelle gefahren? Oh Gott, ey. Yeah. Und erobert. Costa del Porto. Hatten wir das nicht schon mal? Eine von 6 Siedlungen befreit. Eine Stadt nach der anderen. Jupp, so läuft das jetzt. Eine Stadt nach der anderen. Hey, Feuerwehr. Oh, da hinten ist etwas, was wir erobern müssen. Oder zerstören müssen, oder wie auch immer. Vorsicht. Habe ich noch den Raketenwerfer? Hat der Raketenwerfer noch Muni? Hey, hat sogar noch Muni. Ja, wenn das jetzt nicht ideal dafür ist. Wenn Sie mit Ihrem Besuch von Costa del Porto zum Abzug der DRM warten wollten, haben Sie Glück. Rico Rodriguez hat die Truppen des Generals aus der Stadt gejagt. Also mit dieser Waffe, ne, da ist es ja echt einfach. Weiter so, Rebellen. Oh, da hätten Sie wieder ein paar Leuchtfackeln. Oder Signale, besser gesagt. Wie auch immer. Höpf. Also hüpf, nicht höpf. Da muss ich hin. Oh, schön, Raketen. Oh. Mist, okay. Nee, ich will die Waffe aber behalten eigentlich. Scheiße. Da kommt er, der König der Rebellen. Ja, ich bin Jesus. Ich bin der Jesus der Rebellen. Das Ding sieht tödlich aus. Nimm das jetzt mit. Gut, ich könnte ja aber auch, natürlich könnte ich, mir hier mal einen Helikopter vielleicht hin tüdeln. Wobei, wenn ich jetzt das da hinten angreife, ne, das, ich sehe da jetzt schon Flachs, da brauche ich mir gar keinen Helikopter besorgen. Ich greife nämlich jetzt einfach das da hinten an. Ich schlingel. So. Hier fliege ich mal als erstes zum Flak da hinten hin. Dann können wir das schon mal ausschalten, beziehungsweise für uns einnehmen. Bring alles mit, was du hast. Aha!
Zack. Tisch. So. Maul halten da unten. Muss das Flak hier einnehmen. Dankeschön. Ah, da hinten ist noch eins. Würde ich mal sagen, dann gehen wir da hinten auch schnell mal hin. Und hopp. Das Flak wollen wir mitnehmen. Das Flak wollen wir mitnehmen. Dankeschön. So, sonst noch irgendwas. Alter, pass mal auf, wo du hinschießt, ey, Junge. Jetzt mal ernsthaft. Niedergepustet. Gepustet und geprustet. So, ich würde mal sagen, wir nehmen da hinten jetzt vielleicht mal den Helikopter. Nehmen den Helikopter, habe ich gesagt. Ja, brauchst du gar nicht so theatralisch fallen. Ich nehme den trotzdem. So, danke. Hier sind sonst keine Flachsen mehr, ne? Naja, fürs Erste nicht. Ja, ja. Ist ja gut, ich steige hier schon ein. Aua, aua, aua. Bleib mal geschmeidig. Bleib ganz geschmeidig, mein Freund. Der Heinz-Bertha, ne, der nervt ein klein wenig. Und da drüben ballern wir auch nochmal rein. So, jetzt können wir hier nämlich wunderbar alles einfach niederrammeln. Also, schießen. Ja, ich schieße euch die Platten da von der Anlage. Haha, damit habt ihr nicht gerechnet. Macht die ganze Konstruktion irgendwie instabil. Aber okay, passt schon. So, dann auch dieses Generator-Ding noch. Dann da ist dieser Generator-Ding da. Stromausfall. Oh, das tut mir leid. Schaltanlage. Jetzt können die gar nicht mehr so schnell schalten. So, da drin habe ich auch mal alles aufgeräumt. Ist ja süß, der Typ da unten. So. Ich schieß hier. So, unter mir, hinter mir, über mir. Ja, von mir aus. Macht, was ihr wollt. Da hinten ist noch ein Wassertürmchen, den müssen wir jetzt auch noch das Wasser klauen. Ja, es funktioniert wunderbar. Wenn wir da hinten das Wasser klauen, ist einfach... So. Das haben wir. Also da sehe ich da noch ein paar Elektro-Einheiten. Das stottert. Macht nichts. Das ziehen wir trotzdem voll durch. Genau, das hätte ich mir... Ich hätte diesen Spruch auch gesagt, aber... Der war mir einfach zu gut. Ich bin kein Fan von guten Sprüchen, deswegen. Ziel bestätigt. Schicke Marineeinheiten. Nein, schickst du nicht. So, hier, mach mal hier Wassertor. Mein Gott, der hält sich aber... Der hält sich gut, der Wassertor. Muss man ja sagen. So, jetzt haben wir den. So, jetzt hauen wir da hinten den Turm auseinander. So, was fehlt denn noch? Jede Menge, wie ich sehe. Naja, ist ja auch eine Riesenanlage hier. Solange nirgendwo Abwehranlagen sind, die uns irgendwie auch nur annähernd schaden könnten, ist das hier ein Spaziergang beinahe. Ich meine nicht, dass ich so spazieren gehe, aber trotzdem. Es ist alles nicht immer so wirklich zu nehmen, wie man es sagt. Okay, das ist echt eine Riesenanlage hier, das ist ja unfassbar. Hey! Ein Helikopterqualm. Ich sehe schon. Fuck. Sehe ich jetzt aber nicht gut, Mister Du. Ja, ja. Warte, lass mich erstmal hacken. Dann komme ich zu dir und geh spielen. So. Yay. So, den Typ da hinten wollen wir unboxen. Ja, ne? Meine Güte, du, ich bin quasi der Blitz ja, weiß ich nicht, des Westens. Hier fliegt mir gerade ein bisschen zu viel in die Luft. Gott, Alter, meine Güte, du hast einen knallharten Orgasmus hier, wa? Ich war aber nicht. Hey! Hahaha, vielleicht nicht hier oben stehen. Ja, Gott sei Dank. Jetzt hast du das kaputt geschossen. Mann! Ey, stinkig und der Brain hier, da. So. Ist mal Ruhe hier.
mache jetzt nochmal hier dieses Geschieße. So. So, sind alle Anlagen kaputt da von denen da hinten? Ja, ich denke mal schon, oder?